Herzlich willkommen zurück in der Hachinger Borzen. Wir sind schon bei Folge 3 im August 2019, tief in Niederbayern. Da grasen vor allem Rindviecher, sportlich gesehen hauptsächlich Eishockeyspieler, aber nicht nur. Es gibt auch, munkelt man, ein, zwei gute Kicker zwischen Straubing und Landshut. Und wir präsentieren euch damit den nächsten Neuzugang der Spielvereinigung Unterhaching. Hier ist Paul Grauschopf. Okay. Herr Paul, Niederbayern, ich habe schon angesprochen. Jawohl. Eishockey. Ist das ein Thema? Ehrlich gesagt, 0,0 bei mir. Echt? Ich tue mich schon auf Schlittschuhen richtig schwer. Das ist nicht so meine Welt. Hätten wir vielleicht in die Eishalle gehen sollen. Nein, passt schon. Bleiben wir lieber da. Ne? Eishockey, ehrlich gesagt, nicht. Da bleiben wir beim Fußball. Da bin ich besser aufgehoben. Und ein bisschen mehr bessere Fußballer gibt es in Niederbayern schon auch. Also so ist es nicht. Okay. Bei dir war es schon immer Fußball mit 5 Jahren, wenn ich es richtig nachgeschaut habe, in Ergoldsbach das Kicken gelernt und dich dann ein bisschen durch Bayern gearbeitet, zum Jahn nach Regensburg, danach zu Greuther Fürth und dann einen etwas größeren Step und zwar in die Jugend von RB Leipzig. Ja, das war glaube ich schon echt ein großer Step, weil es eben auch wirklich das erste Mal richtig weit von daheim eben wegging. Und davor eben mit Regensburg und Fürth eher so kleinere, familiäre, bodenständigere Vereine eben noch. Und dann ging es eben ins große Leipzig oder zum großen RB mehr oder weniger. War auf jeden Fall eine Umstellung. Ich sag mal, vorher warst eben, warst ein besonderer Spieler, hast irgendwo noch deine Wertschätzung größer, mehr bekommen vielleicht. Und in Leipzig warst du dann schon irgendwo natürlich in der breiteren Masse und viele gute Spieler. Insofern war das auf jeden Fall erstmal eine große Umstellung, aber bereuen tue ich es auf keinen Fall und hat doch da eine geile Zeit. Ja. Ist es eine große Chance oder geht man dann vielleicht auch eher mal in der Masse unter? Ja, das glaube ich, das ist schon eine große Gefahr. Prinzipiell von den Voraussetzungen, von der Infrastruktur dort ist es natürlich optimal. Also glaube ich, gibt es nicht oft sowas in Deutschland. Insofern sind die Voraussetzungen dort zu arbeiten schon echt top. Aber wie gesagt, es ist schon, glaube ich, eine Gefahr, dass man da eben untergeht, dass man eben nicht mehr so ein besonderer Spieler ist, sondern eben einer von vielen. Aber im Endeffekt ist ja trotzdem, im Endeffekt entscheidet immer die Leistung. Und selbst, also auch wenn man bei RB gut ist, dann kommt man da weiter. Aber ich glaube, dass das schon, so habe ich mich dann auch natürlich vielleicht ein bisschen gefühlt am Ende des Tages, eben, ja, nicht mehr die Wertschätzung gehabt wie die Vorjahre. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es gesagt, ich bereue es nicht. War trotzdem eine geile Zeit, ja. Genau. Aber länger da zu bleiben wäre dann auch keine Option gewesen. Ja, das hat sich dann eher erübrigt mit dem, dass sie die zweite Mannschaft abgemeldet haben. Dann wäre ich eben aus der Jugend rauskommen in die zweite Mannschaft. Die gab es dann nicht mehr und somit waren dann einige Spieler eben mehr oder weniger auf der Straße gestanden und war erstmal klar, dass es nicht weitergeht in Leipzig. Aber das ist schon mal tough. Was natürlich viele Fans umtreibt, wenn man über Leipzig spricht, ist so ein bisschen die Mentalität, der Konzern, der dahinter steht. Wie war das für dich als Spieler, als Nachwuchsspieler? War das ein Thema für dich? Hast du dir Gedanken gemacht, okay, für wen spiele ich hier? Was bedeutet das? Und was wird mir hier von der Mentalität vorgelebt? Ja, ich glaube, das ist ja vor allem auch, wenn man jetzt die sozialen Medien und alles Mögliche ein bisschen betrachtet, ist ja schon ein Riesenthema. Jetzt wahrscheinlich die letzten Monate, die letzten Jahre auch ein bisschen mehr abflacht. Aber auch als Jugendspieler haben wir das mitbekommen. Da waren auch Auswärtsspiele dabei, wo wir teilweise jetzt nicht allzu schlimm, aber dann auch schon mal beschimpft wurden oder halt wirklich, dass dann einem auch vor Augen gehalten wurde, dass man eben nicht unbedingt sympathisch oder nicht auf große Sympathien trifft. Aber ich muss ehrlich sagen, das war jetzt nie irgendwie ein Riesenthema bei uns, weil ich meine, klar, man lässt sich darüber streiten über das Konzept an sich, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Weg, den die gehen, ist gut und es ist nicht nur Geld reinbuttern und einfach nur Erfolg, sondern es ist auch durchaus nachhaltig. Und insofern waren für uns top Voraussetzungen und deswegen haben wir nie irgendwie negativ über das Ganze gedacht, also eher im Gegenteil. Mit der Jugend fertig in Leipzig, hat sich zurück nach Bayern gezogen, zur zweiten Mannschaft von Ingolstadt und da zum ersten Mal im Seniorenbereich gespielt und auch gleich mal etabliert. Letztes Jahr absoluter Stammspieler, 30 Spiele. Wie war das? Zum ersten Mal dieser Step, okay, ich bin jetzt jemand in einem Herrenteam. Ich glaube, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es am Anfang unterschätzt, sagen wir mal, nur in die Regionalliga zu wechseln. Waren so meine Gedanken, das passt schon, das wird schon alles Mögliche. Und da bin ich auch gleich mal
ja, quasi in der Vorrunde, in meiner ersten Herren-Vorrunde, ein bisschen auf die Schnauze gefallen auch, weil ich wirklich, glaube ich, einfach unterschätzt habe und das Niveau einfach nicht so hoch eingeschätzt habe, wie es auch, glaube ich, wirklich in der Regionalliga ist. Aber ich glaube, dann die letzten 1,5 Jahre waren wirklich erfolgreich. Ich glaube, ich habe mich gut anpassen können und habe auch wirklich, ja, eine gute Zeit jetzt gehabt und habe dann natürlich jetzt mit dem Wechsel nach Haching mal froh, dass das so geklappt hat und ja, den nächsten Schritt machen können und machen dürfen. Und ja, ich glaube, kann man darauf aufbauen. Du warst bisher auch ein sehr fairer Spieler, letztes Jahr in der Regionalliga, nur 4-mal gelb bekommen. Ist Paul Grauschopf zu brav oder so intelligent mit seinen Fouls? Natürlich so intelligent mit seinen Fouls, ja. Nein. Naja, es wird oft vorgehalten oder ist, glaube ich, schon so ein Punkt, wo ich mich durchaus verbessern kann. Einfach aggressiver, ein bisschen, ja, vielleicht dann doch mal das ein oder andere Foul ziehen. Ich will mich natürlich an Markus Schwabel halten, der ist da ein bisschen vielleicht zu hart, aber ja, das ist ein anderes Thema. Ja, ich glaube, ich bin schon ein intelligenter Spieler in der Hinsicht, aber hin und wieder da mal ein Foul oder hin und wieder ein bisschen aggressiver wird meinem Spiel dann definitiv nicht schaden, glaube ich. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich noch über Haching sprechen, aber um das ein bisschen legerer anzugehen, haben wir ein kleines Spielchen für dich. Ich bereite das mal vor, wir haben da zwei wunderbare originalbayerische Lostöpfe dafür. Und zwar geht es ein bisschen darum, um deine Mitspieler. Wir werden sehen, wie gut du das schon kennengelernt hast. Ja. Und ganz simpel, hier haben wir ein paar Kategorien drin, nach denen du Spieler bewerten sollst. Diese eben jene Spieler, deine Mitspieler, sind hier drin. Wir ziehen immer eine Kategorie, zwei Spieler. Und dann ist Paul Grauschopf gefragt, wen schätzt er stärker ein? Wir spielen ganz einfach gegeneinander aus. Ja, alles klar. Fühlst dich bereit? Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber dann lasse ich dich mal die erste Kategorie ziehen. Beste Leistung am Glas. Oh, gleich in die Vollen. Dann darfst du bitte mal zwei Spieler ziehen. So, sind wir natürlich gespannt. Nach dem Trainingslager, ich habe gehört, im Hüttenabend, da kann man, hast du bestimmt einen guten Eindruck bekommen. Definitiv, ja. Stimmt. Ich würde mich jetzt selbst wählen, aber. Nein, Schatz. Müller gegen Nico Mantel. Jimmy Müller und Nico Mantel. Ich glaube, aufgrund auch der Erfahrung, wurde jetzt am Sonntag erst 30, geht der Fall auf alle Fälle an Jimmy Müller. Jimmy Müller? Glaube ich, kann man so stehen lassen, ja, auf alle Fälle. Länger Trinkfest am Hüttenabend. Ja. Ja, war bis zum Ende dabei. War bis zum Ende dabei. Kommen wir noch mal kurz zum Sportlichen währenddessen. Du kannst schon mal, oder ich ziehe einfach mal eins. Ja. Du bist nach Haching gekommen und der Hachinger Kader ist auf deiner Position sehr tief besetzt. Also wir haben Leute wie Chris Greger, Marc Endres, Winkler, Welzmüller, die, würde meines Meinens als Fan, in der Hierarchie erstmal vor dir gesetzt sind, auf der Innenverteidigerposition. Warum setzt du dich jetzt trotzdem durch? Gute Frage. Na klar, wusste ich ja, dass das so ist, dass eben ein paar Jungs da sind, die auch schon paar Jahre länger im Geschäft sind und die auch schon, glaube ich, ihre Spuren auch im Club hinterlassen haben. Aber trotzdem war das eher noch ein Anreiz mehr, eben das Ganze anzugehen und mich da durchzusetzen. Ich weiß auch, dass ich jetzt nicht hierher gekommen bin als Top-Innenverteidiger Nummer 1, sondern dass ich das erstmal sozusagen den Kampf annehmen muss. Das ist mir schon natürlich ganz bewusst. Ja, warum ich mich durchsetzen konnte, klar, ist jetzt im Moment auch natürlich schwierig auf der Position, weil doch zwei, drei Jungs verletzt sind. Aber ich glaube, bisher ist mir das ganz gut gelungen. Ich glaube, ich konnte ganz gute Leistungen zeigen bisher. Und ja, umso mehr freut es mich natürlich dann, dass der Coach das dann auch jetzt belohnt hat am Samstag. Und ja, glaube ich, auf das kann ich dann erstmal aufbauen jetzt. Klaus Schramm hat von Anfang an gesagt, dass du Perspektive hast als Linksfuß. Er, also du, bleibt auch unter Gegnerzeitdruck stabil. Jetzt schauen wir mal, wer stabil bleibt und sich durchsetzt in der Kategorie Bizeps. Bizeps. Dann zieh noch mal zwei Spiele. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Dann haben wir einmal den Heino. Der sieht natürlich per se schon mal gefährlich aus. Oh, und Sascha Bigalke. Sorry, Sascha, nichts gegen dich. Das Offensiv Dream Team. Ja, ich glaube, da müssen wir definitiv einen Heino wählen. Ja, besser Sascha besticht jetzt, glaube ich, nicht über Masse und über Bizeps. Ich glaube, er hat genug andere Qualitäten, aber der Punkt geht an Heino.
Wir sind gerade schon bei Klaus Schromm und Aussagen von ihm über dich. Wie wichtig war Klaus Schromm für deinen Transfer nach Haching jetzt? Ja, ich glaube, wenn man jetzt einen Klaus Schromm nennt, dann kann man einem Arzt natürlich auch einen Steffen Galm und einen Manni Schwabel. Ich meine, das waren die Personen, mit denen ich die Gespräche geführt habe. Insofern sehr, sehr wichtig. Also das war wirklich überragend, die ersten zwei Treffen, die wir da hatten. Und haben mir die Konstellationen erklärt, haben mir den Plan erklärt. Sozusagen ein Hachinger Weg die nächsten Jahre. Und sowohl der Plan als auch die Personen haben mich persönlich voll und ganz überzeugt. Was hat dich am meisten überzeugt am Konzept Haching? Ja, eben das. Ich glaube, das ist jetzt, kann man es ganz gut herbeiziehen, dass ich jetzt am Samstag spielen konnte, dass sie eben, ja, auf gut Deutsch gesagt, die Eier, sag ich mal, haben, eben auch mal wirklich einen jungen, unerfahrenen einfach mal reinzuwerfen und nicht wahrscheinlich immer bloß auf Sicherheit, was viele andere Vereine wahrscheinlich machen würden. Das glaube ich, zeichnet Haching aus und hat sich jetzt schon ganz gut bestätigt. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes haben. Ich glaube, wir haben noch lustige Kategorien im Topf oder schauen wir mal. Krug. Schönstes Bayerisch. Schönstes Bayerisch. Da bist du natürlich der richtige Ansprechpartner. Ja, eigentlich schon, Also als Niederbayer bist du auf jeden Fall der richtige Juror. Ja, da glaube ich. Ein gutes Gespür dafür. Heino wäre schon ganz weit vorne, der ist jetzt zwar raus. Ja. Coach. Oh, jetzt nichts Falsches sagen. Oh, und Captain. Coach und schwierig, Captain. Schwierig. Ja, Seppi kommt zwar aus Inning, also eigentlich auch gutes Terrain für einen ordentlichen Dialekt, aber der lässt es nicht so raushängen oder der, glaube ich, kann es auch gar nicht so irgendwie, kommt mir so vor. Deswegen, glaube ich, wählen wir da auf jeden Fall einen Coach. Der, ja. Ja. Das war jetzt aber nicht, wie du gerade schon beschrieben hast, die Sicherheitsvariante, um vielleicht den nächsten Einsatz zu sichern. Nee, der hat schon die Nasenspitze vorne da. Willst doch mal. Freilich. Bester Schwiegersohn. Würde ich auch wieder mich nehmen. Spaß. Chris Greger, ich glaube, da können wir uns fast den zweiten schon sparen, wenn wir den haben. Also lieber, oder? Ah, definitiv. Und Luca Masaila. Ja, wie schon gesagt, da sparen wir uns den lieber. Luca Masaila, kein Schwiegersohn-Potenzial. Ah, doch, bestimmt auch. Also, aber ich glaube, da ist der Chris Greger schon schaut ganz vielleicht weit vorne. Der schaut vielleicht mancher bayerischen Mutti zu bunt aus. Ganz genau, mit den Tattoos und so, das gefällt nicht jedem. Nein, Chris Greger. Also Paul, ich merke schon, du hast dich gut eingelebt, kannst schon einiges über deine Mitspieler sagen. Wie sie damit umgehen, wenn sie es sehen. Wenn man es sehen muss, musst du mal berichten. Und du hast schon auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht, habe ich mitbekommen. Im Schopfkopf, Schafkopf natürlich, mit der Mannschaft. Das stimmt. Da liefst du nicht immer so gut. Musste ich ein paar Mal ordentlich Lehrgeld zahlen. Inzwischen wendet sich das Blatt schon ein bisschen. Kann ich schon gut mithalten. Aber da ist schon ein bisschen Geld auf der Strecke liegen geblieben, leider. Aber es sind trotzdem immer geile Stunden, die wir da verbringen. Dann, die Saison ist ja noch lang. Wünsche mir sowohl am Schafkopfblatt als auch auf dem Platz. Jawohl. Alles Gute, viel Einsatzzeit. Danke, dass du da warst. Sehr gerne, danke. Und bis bald. Und natürlich hat auch der Paul was mitgebracht, was ihr Fans gewinnen könnt. Was da auf euch zukommt, erfahrt ihr nächste Woche im Bonusclip. Bis dahin, Servus!